Hallo, ich bin Sarah Hohnes und bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Hagenberg und gehe jetzt schon seit September ins Volibregarten. Von 2017 bis 2021 bin ich im Mittelschulpregarten gegangen. Ich habe meine Entscheidung, dass ich in die Schule gegangen bin, wirklich nie bereut. Mir hat es von Anfang an sehr gut gefallen. Ich finde, in der Schule erlebst du wirklich voll schöne Erlebnisse, die dir immer in Erinnerung bleiben. Wie zum Beispiel die Kennenlerntage in der ersten Klasse, die Skiwochen in der zweiten Klasse, die Mittelalter- oder die Sportwochen in der dritten Klasse und die Wienwochen in der vierten Klasse. Und sonst nur ganz viele schöne Ausflüge und Wandertage, die was auch immer riesen Spaß gemacht haben. Ich finde, der Unterricht wird für die Lehrer immer sehr gut und abwechslungsreich gestaltet, so dass man immer Abwechslung und Spaß drinnen hat. Das hat mir an der Schule wirklich sehr gut gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen, dass die Lehrer immer für uns da waren und dass sie uns immer unterstützt haben. Mein Lieblingsfach war seit der ersten Klasse immer Sport. Ich finde, dass der Sportunterricht immer sehr gut und abwechslungsreich gestaltet war. So, dass man zwischen die Unterrichtseinheiten immer ein wenig Pause gehabt hat. Mir hat die Schule wirklich sehr gut gefallen und ich kann nur positive Sachen darüber sagen. Es kommen auch wirklich sehr schöne Erinnerungen auf und mir hat die Schuljahr, die 4 Jahre, wirklich sehr gut gefallen. Die Lehrer bereiten die ja wirklich gut auf die weiterführenden Schulen vor. Und ich kann jeden Einzelnen die Schule nur aufs Herz. Grüß euch, ich bin der Maximilian A., bin 16 Jahre alt und komme von Wartberg ob der Eist. 2017 bis 2021 habe ich die Mittelschule Bregarten besucht. Mein Highlight war gleich in der ersten Klasse die Kennenlerntage. Da sind wir als Klassengemeinschaft ziemlich zusammengewachsen. Sehr gefallen haben wir bei den Kennenlerntagen der Kletterpark, Minigolfen und Wandern sind wir auch angegangen. In meiner Schulzeit hat mir besonders gefallen das Modul Kochen. Nicht nur das Essen, sondern auch das gemeinsame Vorbereiten und Kochen. Jetzt mache ich Lehre beim Wimberger als Maurer. Am Anfang war es schon ein großer Umstieg, aber mittlerweile habe ich mich gut eingelebt. Und es war die richtige Entscheidung, dass ich mich für den Job entschieden habe. Hallo, ich bin Mona Kochan, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Wartberg. Ich gehe jetzt schon seit September ins Bodebregarten. Davor bin ich von 2017 bis 2021 in die Mittelschule Bregarten gegangen. Ich habe meine Entscheidung, dass ich in die Schule gegangen bin, nie bereut, weil ich finde, dass man dort echt schöne Sachen erlebt hat. Wie zum Beispiel die Kennenlerntage oder das Drachenbootrennen, aber auch die Mittelalterwochen und noch viel andere Ausflüge und Wandertage. Mein persönliches Highlight war aber in der vierten Klasse der Sporttag, weil wir, also meine Klasse, den dort zum Masur gewonnen haben. Die Erlebnisse bleiben für mich unvergesslich und auch unsere Klassengemeinschaft ist dadurch so gestärkt worden, sodass man am Ende der vierten Klasse wirklich mit freien fürs Leben aus der Schule rausgeht. Aber auch der Unterricht ist immer so gestaltet worden, dass man zwischen einer eher mühsamen Arbeit einfach einmal ein wenig Spaß gehabt hat. Mein Lieblingsfach war immer Turnen, weil wir da zwischen dritter und vierter Klasse angefangen haben zum Volleyball spielen und mir das persönlich immer an Spaß gemacht hat. Aber auch der Englischunterricht ist so abwechslungsreich gewesen, dass man einfach auch gern mitgelernt hat. Ich denke halt nur gern an die Zeit in der NMS zurück und es war wirklich einfach eine wirklich schöne Zeit für mich, wo man auch wirklich gut auf die weiterführenden Schulen vorbereitet wird. Und grüß euch miteinander, ich bin die Annika, ich bin 15 Jahre alt und habe von 2017 bis 2021 die Mittelschule im Bregarten besuchen dürfen, von der ich euch heute ein bisschen was erzählen möchte. Ich habe die 4 Jahre wirklich sehr genossen und mich immer wohl gefühlt. In der Zeit habe ich auch gemerkt, dass im Bregarten das Wort Gemeinschaft immer an erster Stelle steht und niemand ausgeschlossen wird. Sowohl innerhalb der Klasse als auch mit den Lehrern, die uns immer unterstützt haben und geholfen, wo es nur geht. So war es zum Beispiel auch für mich möglich, ich, die was nicht so eine gute Mathematikerin ist, dass ich trotzdem immer eine sehr passable Note zusammengebracht habe. Neben den lustigen Pausen und Schulstunden waren meine Highlights allerdings immer die Ausflüge, wie die Kennenlerntage, die Skiwochen oder auch die Mittelalterwoche in Murau. Ende der vierten Klasse hätten wir ja eigentlich Wienwochen gehabt, die ja aufgrund Corona leider ausgefallen ist. Dennoch hat unser Klassenvorstand einen eintägigen Trip organisiert, wo man sich dann voll viel tolle Sehenswürdigkeiten Wiens, wie zum Beispiel Madame Tussauds oder das Riesenrad, ausschauen haben können. Was meinen weiteren Lebensweg betrifft, ich bin jetzt im Borg Hagenberg für Kommunikation und Sprachen, weil ich immer schon gern mit Menschen arbeiten wollte. Und ich glaube, dass das Borg Hagenberg die richtige Schule für mich ist,
einmal einen passenden Beruf zu finden. Natürlich war ich vor dem Schulwechsel sehr aufgeregt, unter anderem auch, weil ich dort eigentlich niemanden kennt habe. Aber sobald ich in die Klasse reingekommen bin und ich meinen neuen Klassenvorstand und meine Mitschüler kennengelernt habe, die was alle gleich voll aufgeschlossen und lieb waren, habe ich mich voll gefreut, dass ich da sein darf. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck von mir, aber auch von Bregarten und seine wundervollen Menschen geben können. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß. Tschüss!